gern Schnittchen. Christian, Jonathan und ich sitzen uns heute mit den Fragen von Christoph Daum auseinander, der geilen Koksnase. Ja, das wäre so witzig, wenn die irgendeine Koksfrage reinbringen würden. Mal gucken. Das wäre witzig, Mensch. Die Situation möchte ich immer mein Leben dann. Ich glaube, der Christoph hätte den Jungs viel belacht. Gucken wir mal. Gut, ab dafür. Okay. Hat man keine Haare am allerwertesten, dann ist man ist der gewissermaßen der Medaille, Trophäe, Orden, Pokal. Orden, Pokal. Warte mal. Medaille, Trophäe. Ach, Orden oder Pokal. Ja, okay, der Po ist Karl. Pokal. Pokal. Nehme ich grundsätzlich jeden Tramper mit, ist klar, dass ich auch für einen aus Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt. Aber halt auch für jemanden aus Sachsen an. Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt. Ja, ich halt. Ah, okay. Nehme ich grundsätzlich jeden Tramper mit, ist klar, dass ich auch für einen aus Sachsen-Anhalt. Eigentlich, oder? Anhalte? Nicht Anhalt. Ich halt an. Ah! Okay. Was ist im Nordpolargebiet vielfach zu beobachten? Pinguine auf Flundern, Robben auf Rochen, Eisbären auf Schollen, Eskimos auf Seezungen. Eisbären sind im Norden. Also Pinguine im Süden, dementsprechend Eisbären auf Schollen. Ja, also hier Pinguine und Eisbären, das geht ja gar nicht gleichzeitig, ne? Weil die Eisbären, die sind im Nordpol und die Pinguine im Südpol, ne? Also halten wir schon mal die Eisbären. Robben auf Rochen finde ich irgendwie, naja. Eskimos auf Seezungen, naja. Jetzt sind die Eisbären auf Schollen. Eisbären auf Eisschollen. Einfachste Fragen ever. In den öffentlichen Toiletten landet während der Halbzeitpause auch im Stadion von A. Arsenal Ondon. Alter. B. Real Madrid. C. Borussia Dortmund oder D. Juventus Urin. Ihr habt, die haben ernsthaft ein Wortspiel mit Juventus Turin Urin gemacht. Nice. Oh mein Gott, in der öffentlichen Toiletten landet während der Halbzeitpause auch im Stadion von Juventus Urin. Alter. Wunderschön. Wunderschön. London, Real Madrid, Juventus Urin. Was verbindet man mit Winnetou und Old Shatterhand? Liebelein auf der Zugspitze, Schatz im Silbersee, Mausi am Waikiki Beach oder Schnucki in Kentucky? Das ist der Schatz im Silbersee. Bücher von 1940 oder 50 haben wir auch noch. Was verbindet man mit Winnetou und Old Shatterhand? Liebelei? Liebelei? Liebelein auf der Zugspitze? Schatz im Silbersee? Mausi am Waikiki Beach? Schnucki in Kentucky? Oh Gott! Okay, Schatz im Silbersee. Alter, Schnucki, Schatz, das waren hier die sein... Worte für Freundin, so hey Schatz, hey Liebelein, hey Mausi. Gott, Alter, hab ich nicht gecheckt. Ich bin ja für Schatz im Silbersee. 500 Öcken. Nice. So, wir haben 500 Euro sicher. Jetzt können wir ja mal endlich darüber reden, dass in der letzten Folge das Spiel schon wieder so dreist war, habt ihr in den Kommentaren natürlich zu Recht erkannt, dass die Kurt Cobain-Frage bei 50 Jahren hätte sein müssen, aber 60 Jahre da war. Die wurde aber, glaube ich, richtig gestellt. Das wurde auch schon in den Kommentaren thematisiert. Kernpunkt ist, ich bin mal wieder verarscht worden. Ne? Weil Club 27 wusste ich. Das heißt, der hätte 50 sein sollen. Naja. Belastend. Gucken wir mal, was heute so ist. Hey auch. Muss bei der Wurst die Pelle entfernt werden, lautet die Devise, verschwindet, zieht Leine, haut ab. Ja, was sind das für Trollfragen? Haut ab oder nicht? Hä? Alter. Da zieht man die Haut ab. 2000. Was lautet VDH ein Idealgewicht von 6,3 bis 8,1 Kilogramm? Möpse, Hupen, Glocken, Melonen. Was hat laut VDH ein Idealgewicht von 6,3 bis 8,1 Kilogramm?
VDH wird doch irgend so ein veterinärischer Dachverband-Kram sein. Ich weiß es nicht genau, aber ne, also, boah, 8 Kilo Hupen wäre schon krass. Ich glaube, das zieht Rückenschmerzen nach sich. Also Hupen und Glocken würde ich ausschließen. Melonen, wunderschöne Wassermelonen. Oder halt Möpse. Jetzt kann man sagen, ein Mops ist ein bisschen kleiner als Emma. Oder? Ja, ne? Ja. Emma ist bei 10 Kilo etwa in einem guten Gewicht. Denn wir hatten beides schon. Also beim Corgi muss man immer aufpassen, dass die nicht zu dick werden. Das geht sehr schnell. Wir hatten am Anfang aber tatsächlich das Problem, dass der Tierarzt gesagt hat, Mensch, du kannst zu schnell die Rippen fühlen. Die braucht ein bisschen mehr Gewicht. Und da waren wir so bei 9 Kilo. Was hat laut VDH ein Idealgewicht von 6,3 bis 8,1 Kilogramm? Verband deutscher Hunde. Möpse, Hupen, Glocken, Melonen. Verband deutscher Hunde müsste das sein, VDH. Wenn man sich überlegt, dass so ein Weißkohl, den wir bei Pete's Meat Koch gemacht haben, der wog so seine 2,3 Kilo. Der ist aber deutlich kleiner als eine fette, fette Melone. Aber 8 Kilo Melonen wären schon krass. Also, ein Mops, je nach Größe, hat 6,3 bis 8,1 Kilogramm. Ja. Ich tendiere zu Melonen. Und die nehme ich. Der Mega-Fail der Hölle! Was ist denn VDH? Der Verband Deutscher Hundewesen? Peter. Scheiße. Das ist peinlich. Fuck. Scheiße. Ja, stark, Dennis. Das war stark. Wie viele weiße Pfeile symbolisieren den Kreisverkehr auf dem gleichnamigen Verkehrszeichen? Ach du Scheiße. Sind es nicht 3? Ach du Scheiße. Ich ruf Peter an. Peter weiß das. Mal gucken, ob der das weiß. Peter, du geile Sau. Oh Gott, 3 hätte ich jetzt aus dem Kopf, also so aus dem Gefühl hätte ich 3 gesagt. Problem ist, wenn du die Pfeile klein genug zeichnest, könnten es auch. Also 2 würde ich irgendwie ausschließen. Weil gefühlt sind das mehr auf dem Schild. Du kannst mit allen Kombinationen den Kreisverkehr anzeigen. Ne? Je nachdem halt, wie groß du die Pfeile machst. Oder wie klein. 5 ist zu viel. 2, also so übereinander, ist zu wenig. Irgendwie. Gefühlt. Das sind 3 oder 4. 4 sind, glaube ich, auch zu viel. Dann wären das irgendwie 2-2. Oder so schräg 2-2. Ich würde mal einfach mal mit 3 gehen. Bisschen Risiko. Ja. Hallo Jonathan, William Moritz Apelt. Hallo Peter Joachim Smits. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Haben soll ich Sie laut machen? Ja, gerne. Okay, Moment. Bin ich der Erste? Ja. Okay, also pass auf. Das ist auch eine super einfache Frage. Ich bin mir nur nicht hundertprozentig sicher und ich will mich jetzt nicht blamieren und rausfliegen. Aber das Kreisverkehrssymbol, wie viele weiße Pfeile hat das? 2, 3, 4 oder 5? Ich hab 4 im Kopf. Aber fuck, ich hab 3 im Kopf. Ja, Chat sagt aber auch 3. Chat sagt 3. Alter, okay. Ich war mir echt unsicher, ob das... Ich meine nämlich, oben ist so ein halber und dann die anderen... 2 Drittel werden dann von den anderen Pfeilen ausgefüllt oder sowas. Aber wenn der Chat natürlich 3 sagt, dann ist ja easy. Weil dann drücke ich eben kurz 3 und sag richtige Antwort und dann störe ich dich auch schon gar nicht mehr. Was tut weh und ist ein Fall für den Orthopäden? A. Zarter Knöchel. B. Flauschige Schulter. C. Weiche Leiste. D. Anschmiegsames Knie.
Das ist belastend, das weiß Jay auf jeden Fall. Ich habe so viel Verfall habe ich noch nicht. Death and Decay hat bei mir noch nicht eingesetzt. Was tut weh und ist ein Fall für den Orthopäden? Ein zarter Knöchel, eine flauschige Schulter, eine weiche Leiste oder ein anschmiegsames Knie? Ich glaube, eine weiche Leiste. Oder war es ein anschmiegsames Knie? Alter, keine Ahnung! Scheiße! Ich verkacke gerade voll! Ist es die weiche Leiste, oder? Oh nee, ich will nicht schon wieder so früh rausfliegen. Nee. Ich nehme Publikumsjoker. Ja, es ist die weiche Leiste. Ach, kacke, scheiß Pipi, ey. Flauschige Schulter, weiche, also weiche Leiste könnte ich mir vorstellen, dass das ein Fall für den Orthopäden ist. Anschmiegsames Knie ist irgendwie Quatsch. Flauschige Schulter, zarter Knöchel. Na, könnte man sich noch versuchen herzuleiten, zarter Knöchel, glaube ich. Aber also B und D ist doch echt Quatsch. Eine weiche Leiste kann halt ein Problem sein, gerade wenn man viel sitzt. Irgendwie so. Die mit der weichen Leiste. Also B und D würde ich ausschließen. Flauschig und anschmiegsam ist Quatsch. Was ist denn ein zarter Knöchel? Ne, wenn ich halt irgendwie zum Beispiel hier an meinen Fußknöchel denke, ne, wenn er sehr zart ist, dann keine Ahnung. Kann ich mir jetzt auch nicht mehr zusammenreden. Mithilfe der sogenannten Daumenprobe lässt sich abschätzen, wie viel Bier noch im Glas ist, gar das Grillsteak ist, alt der Kartoffelsalat ist und regendicht das Zelt ist. Ich glaube, die Daumenprobe ist, du machst Daumen hierhin, das ist, glaube ich, Englisch. Hier ist Medium und hier ist durch oder so. Irgendwie sowas. Das ist das Grillsteak. Ich kenne das jetzt gerade noch nicht auswendig, weil ich das eigentlich nicht mache. Aber es müsste das gar das Grillsteak ist, ja. Peter zum Beispiel wüsste das sehr. Also, wenn es das ist, was ich glaube, dann ist die Daumenprobe, wie gar das Grillsteak ist. Ne? Also da, wo man dann... Warte mal, ich sehe mich gerade nicht selber. Wo man dann hier testet, ne? So fühlt, wenn es sich das so anfühlt, ist ein bisschen hart, ne? Und je nachdem, wie viele Finger man auf den Daumen legt, ändert sich das und dann weiß man, wie durch das Steak ist. Deswegen, wie gar das Grillsteak ist. Yes. Welche Angaben bei einem gültigen deutschen Personalausweis ist nur auf der Rückseite zu finden? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Staatsangehörigkeit steht vorne drauf. Vorname steht vorne drauf. Safe. Geburtsort oder Augenfarbe. Wenn man jetzt noch wüsste, ob... Also wenn man jetzt die Regel weiß, so nach dem Motto, irgendwie die primären Sachen rauszufinden und die Person direkt zu identifizieren, stehen vorne drauf. Dann würde ich nämlich sagen, sind das Vorname, Augenfarbe und Staatsangehörigkeit. Der Geburtsort ist erstmal scheißegal. Ich weiß, warte mal, bei einem gültigen deutschen Personalausweis. Das hat sich auch nicht geändert von diesem Kärtchen, also von diesem großen Ding zu der kleinen Kreditkartengröße hat sich das hoffentlich nicht geändert. Hinten drauf steht auf jeden Fall die Adresse. Die Wohnadresse. Die ist bei mir nämlich irgendwie dreimal überklebt worden einfach. Der Name, der Vorname steht auf jeden Fall vorne drauf. Staatsangehörigkeit auch. Jetzt ist die Frage, Augenfarbe oder Geburtsort? Augenfarbe oder Geburtsort? Boah. Das ist eigentlich eine Frage, die man gut für einen Telefonjoker nehmen kann. Weil da die anderen Fragen, also 50-50 halte ich wieder für gefährlich,
Ich weiß, das ist random. Zwei Antworten, zwei falsche Antworten werden weggestrichen. Sollten aber die Antworten, zwischen denen ich schwanke, stehen bleiben, kann ich mich nicht entscheiden. Dann würde er mir nichts bringen. Publikum kann einen reinreiten, halte ich aber trotzdem immer noch für einen guten Joker in der Online-Variante. Und den Einzelnen auch. Deswegen würde ich jetzt jemanden anrufen. Und ich glaube, das war einfach... Ich ruf mal drüben im Wohnzimmer an. Vorname hast du vorne. Ziemlich sicher. Staatsangehörigkeit müsste doch auch vorne stehen. Geburtsort... Oder Augenfarbe. Ich glaube, die Augenfarbe ist nur hinten. Mach mal den 50-50. Es ist die Augenfarbe. Vorne steht nicht die Augenfarbe, Alter. Hermann! Hallo? Hallo? Ja, ich sitze hier gerade bei Wer wird Millionär, ja? Achso. Und ja? Bin bei der 32.000 Euro Frage und du hast doch bestimmt mal deinen Personalausweis vor Augen. Oder in der Hand. Nicht. Aber was? Hallo? Hallo? Hörst du mich noch? Ja. Holen, oder wie? Ja, weiß ich nicht, ob man das darf, aber ich hätte halt eine Frage zum Personalausweis. Pass auf. Alter. Schreiben mich hier 1000 Leute an. So, also kommen wir zur Frage. Welche Angabe bei einem gültigen deutschen Personalausweis ist nur auf der Rückseite zu finden? Geburtsort, Augenfarbe, Vorname oder Staatsangehörigkeit? Ich habe mal Vorname und Staatsangehörigkeit ausgeschlossen, die sind vorne drauf. Ich bin mir unsicher, ob Geburtsort oder Augenfarbe vorne drauf stehen. Logik her würde ich sagen, dass Augenfarbe nur hinten drauf steht. Hätte ich mir auch irgendwie so gedacht. Reicht auch einmal. Ja, ist ja auch, ne, wenn du an der Grenze bist, dann will der ja auch wissen, wo du herkommst, ne? Und nicht, welche Augenfarbe du hast, wenn du dem den Ausweis da hinlegst. Da musst du den nicht umdrehen. Also wichtig ist vorne drauf. Genau. Ja, ich wäre auch für Augenfarbe. Soll ich das einfach mal, ich nehme das mal, pass auf. Ja. Augenfarbe, ne? Ist nur auf der Rückseite zu finden. Das ist richtig! Dankeschön! 64.000. Ich habe noch einen Joker. Welches Land ist mit 6 Titelträgern Rekordsieger bei der seit 1951 stattfindenden Wahl zur Miss World? Alter, ich hätte spontan Venezuela getippt. Dieser Südflair. Ich mache aber den Super Joker. Venezuela, sie haben eine Art Schönheitsindustrie für diesen Zweck. Lol. Ja. Nice. A. Ungarn, B. Kenia, C. Venezuela, D. Neuseeland. Ich tendiere sehr stark zu Venezuela. Bin mir aber unsicher. Lass das Publikum abstimmen. Ja, die sagen auch Venezuela. Pff. Scheiße. Aber immerhin, Publikum hat mich nicht verarscht. Danke. Danke. 125.000 Euro. Wobei endet die Gebrauchsanweisung häufig mit dem Hinweis, nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel? Mikrowellengerichte, Brühwürfel, Puddingpulververpäckchen oder Kräuterteebeutel? Was? Wobei endet die Gebrauchsanweisung häufig mit dem Hinweis, nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel? Mikrowellengerichte. Brühwürfel. Kräuterteebeutel. Puddingpulververpäckchen. Pulverpäckchen, nicht Verpäckchen. Puddingpulverpäckchen. Pudding, also Pudding, Brüh und Kräutertee ist ja eigentlich alles entweder mit Wasser oder Flüssigkeit. Mikrowellengerichte schmeißt ihr einfach so in die Mikrowelle.
Aber das muss man noch richtig hart aufwärmen, so ein Mikrowellengericht. Ist halt die Frage, ob das vorher unsicher ist. Warum sollte das bei Brühwürfel, Puddingpulver oder Kräuterteebeuteln draufstehen? Puddingpulverpäckchen. Ein sicheres Lebensmittel. Ich überlege gerade, kann sicher auch in einem anderen Zusammenhang gemeint sein als also als das nicht vergiften. Also so hältst du auf jeden Fall ein Lebensmittel. Eigentlich nicht. Also, was ist gefährlich an Brühwürfeln? Ach, weißt du was? Wir nehmen 50-50. Oh Gott. Das ist jetzt echt belastend. Das ist das Einzige, bei dem Kräuterteebeutel hätte ich noch gedacht. Nur so erhalten sie ein sicheres Lebensmittel. Was macht denn bei der... Bei der Mikrowelle könnte es Sinn machen im Sinne von, packen Sie keine Gabel mit da rein. Also die Gebrauchsanweisung für die Mikrowelle würde das dann haben, richtig? Weil, pass auf, wo mein Problem da gerade liegt, ist für mich ist die offensichtlichere Antwort Mikrowellengerichte, aber bei 125.000 Euro kann ich mir genau gut vorstellen, dass irgend so eine komische Erklärung dahinter steckt, dass es dann doch die Kräuterteebeutel sind. So nach dem Motto, die Kräuter müssen irgendwie in dem Teebeutel sein, weil wenn die nicht in dem Teebeutel sind und du die so trinkst, dann kannst du davon krank werden. Das heißt, es kann beides für mich sein. Und das ist schlecht. Ne? Also ich will auf Mikrowellengerichte klicken, aber das ist so offensichtlich. Und die Frage ist, das ist Frage 13 oder 12, ich weiß es gerade. Also ich bin bei 64.000 Euro. Und das ist so hoch, dass man... Ne? Es können halt auch die Kräuterteebeutel sein. Und deswegen nehme ich den einen noch. Vermutlich ist Antwort D die richtige. Die hätten mich gehabt. Die hätten mich gehabt. Es ist irgend so ein Krankheitsshit. Ja. Es ist irgend sowas. Du wirst krank davon. Das würde ich jetzt gerne mal, ne? Jauch hat ja zwischendurch auch mal so Erklärnummern. Ich google mal eben. Ich sage euch auch, was ich tippe. Kräuter, ne Moment. Kräuter, Teebeutel. Nur so erhalten, lol, das ist sogar in der Google-Suche am Anfang. Also, einige Tee-Fans wird beim Verzehr von Kräutertee wahrscheinlich etwas mulmig. Denn auf den Kräuterteebeutel steht heute zum Ende der Satz, nur so erhalten sie ein sicheres Lebensmittel in der Gebrauchsanweisung. Wow, ein Teebeutel oder ein gehäufter Teelöffel mit losem Tee reicht für eine Tasse von 200 Milliliter. Okay, warte mal. Die Verbraucherzentrale Bayern. Auf meiner Teepackung steht neuerdings wichtiger Hinweis. Wieso steht der letzte Satz dort und erst jetzt? A. Antwort. Getrocknete Kräuter und Früchte können in manchen Fällen Bakterien, Hefen oder auch Schimmelpilze enthalten. Vereinzelt kann es sich dabei auch um krankheitserregende Keime, wie beispielsweise Salmonellen oder EHEC, enterohämorrhagischer Escherichia, sag mal, Escherichia coli. Kolibakterien also, ne? Handeln. Durch ausreichendes Erhitzen können solche Keime mit Sicherheit abgetötet werden. Blablabla. Und danach kommen noch irgendwie 4 DIN A4 Seiten. Okay, also es ist tatsächlich Hefe, Bakterien abtöten. Töten. Kochen, um zu töten, ist wichtig bei Tee. Die Frage ist, ab wann zählt etwas als Lebensmittel? So ist ein Puddingpulverpäckchen schon ein Lebensmittel. Beziehungsweise Kräuterteebeutel oder Brühwürfel. Keine Ahnung, kann ich auch Brühwürfel so lutschen? Was ist daran unsicher, wenn ich einen Brühwürfel lutsche? Schmeckt halt scheiße.
Puddingpulver schmeckt halt auch, glaube ich, nicht so geil. Kräuterteebeutel. Muss man Kräuter, gerade speziell Kräuter, es kann ja auch nur Teebeutel stehen, aber warum steht da Kräuterteebeutel? Weil es ist Kräutertee, ist ja was Spezielles. Und nicht einfach, keine Ahnung, Brühwürfel, Standard. Puddingpulver, da steht auch nicht Vanille-Puddingpulver-Päckchen. Sondern halt nur Puddingpulverpäckchen. Und Mikrowellengeräte steht auch nicht, keine Ahnung, Grünkohl oder was auch immer. Also Kräutertee ist das Einzige, was speziell ist. Ich glaube, ich nenne das Kräuterteebeutel. Weil das Einzige ist, was speziell ist und scheiß drauf. Bitte! Ja! Oh mein Gott! Mmh. 125.000. Nice. Was endet mit einem uvularen Frikativ? Das Schaltjahr. B. Beethovens 9. C. Speiche und Elle. D. Günther Jauch. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ein uvulares Frikativ ist. Beethovens 9. aus dem Musikbereich, da habe ich sowieso wenig Ahnung, muss ich sagen. Ich habe Musik zwar noch mal im Studium gehabt, aber im Sinne von Videospielmusik, und ich hatte ein Seminar zu Metal und Deathcore. Das war ganz geil, ehrlich gesagt. Aber danach habe ich mich mit Musiklehre nie wieder beschäftigt. Und Speiche und Elle, dafür habe ich einfach anatomisch zu wenig Ahnung. Günther Jauch könnte auf irgendwie was Grammatikalisches abzielen. Das Schaltjahr, nee, ich weiß es einfach nicht. Also, wenn ich es richtig interpretiere, habe ich 125.000 Euro, steige bei der 500.000 Euro Frage aus. Ich gehe raus. Alter, keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Was ist ein uvularer Frikativ? Könnte das was vielleicht bei Günther Jauch, meint man da vielleicht einfach so, es ist ein Wort in einem Namen und dadurch auch, weißt du, so auch, ist vielleicht das dann ein uvularer Frikativ? Weil das hört sich schon sehr nach Sprache an. Das kann natürlich auch irgendwas mit Musikinstrumenten sein, bei uvular, keine Ahnung, was uvular heißt. Uvula wäre vom Ovar, vom Eileiter aus, aber Uvula sagt mir jetzt nichts. Frikativ. Frikassee. Erinnert mich an Frikassee. Frikassee ist so geflattertes Zeug, aber ich weiß nicht, was Frikassee übersetzt heißt. Hühnerfrikassee. Aufgeteilt. Speiche und Elle. Uvularer Frikativ. Habe ich noch nie ein Wort mit Speiche und Elle mit Knochen gehört. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn das irgendwas Humanmedizinisches ist, was ich halt nie gehört habe. Oder ich kann mich auch einfach nicht mehr daran erinnern, wie das halt bei mit irgendwas Anatomischem zusammenhängt. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Tja, Schaltjahr, Uvula, vielleicht meint man damit einfach Schaltjahr, dass es halt immer regelmäßig kommt, und Uvula versucht man halt in zyklisch oder so zu baiten. Ich glaube, ich nehme Günther Jauch. Ich rate einfach, ich nehme Günther Jauch. Keine Ahnung. Kein Bock jetzt raus. Bin ich halt bei 500. Ich bin aber bis 500.000 gekommen. Ein bisschen zocken. Let's go. Ja! Keine Ahnung, was das ist, aber ja! Welches Hirtenvolk lebt im Norden Namibias? Erdbar, Brombar, Himbar oder Heidelbar?
Namibia ist eine deutsche Kolonie. Das heißt, Heidelberg könnte vielleicht irgendwas mit Heidelbar zu tun haben. Himba, die Himba. Die Bromba, die Erdbar. Erdbar hört sich doof an. Die Heidelbar. Heidelbar ist super offensichtlich. Die Bromba, die Himba. Himba hört sich am besten an, finde ich. Aber irgendwie ist Heidelbar mir im Kopf geblieben. So Heidelberg, keine Ahnung, ob das irgendwas mit Deutsch dann zu tun hat. Aber Brombeere ist halt auch so ein übelst deutscher Begriff. Ich glaube, Brombeeren gibt es auch nur in Deutschland, gefühlt. Himbeeren gibt es halt viel. Heidelbeeren gibt es auch. Was sind Heidelbeeren? Moment, Johannisbeeren sind die roten und Heidelbeeren sind diese lilanen, ne? Ja. Heidelbeeren gibt es auch woanders als in Deutschland. Und Brombeeren habe ich gefühlt irgendwie nur immer in Deutschland bislang gesehen, aber kann natürlich auch Quatsch sein. Erdbeeren sowieso woanders. Jetzt hätte ich gerne noch mal Peter als Telefonjoker. Oh Mann, ich hätte gerne jetzt Peter als Telefonjoker. Ich nehme Heidelbar, oder? Wisst ihr, kann ich irgendwie mir das herleiten? Was hat das mit Namibia zu tun? Irgendwas Deutsches halt, vielleicht. Keine, ich nehme Heidelbar. Schade. Ey, das Offensichtliche, echt die Himba? Come on! Hättest du wenigstens die Erdbar nehmen müssen oder sowas? Die Himba. Das hörte sich viel zu gut an. Scheißendreck. Okay, alle fertig. Wie sind gelaufen? Nicht schlecht. Ja, fand ich auch. Am Ende nicht so viel. Ich muss sagen, ich habe zweimal das, weißt du, so dieses, wo du definitives Gefühl hast, da drauf zu klicken. Muss aber sagen, so mit der Erfahrung jetzt aus den letzten Sendungen, wo man dann auch gerne mal Richtung 500 wieder geschossen ist, habe ich nicht. Habe ich da drauf geklickt? Nee, habe ich nicht drauf geklickt. Habe ich da nicht. Ja, ich habe drauf geschissen. Ja, war auch drauf geschissen. Okay. Habt ihr denn alle Joker benutzt? Ja. Ja. Ich habe keinen verwendet. Oh mein Gott, du warst so geizig. Nee. Also ich glaube, bis 16.000 auch Euro nicht bin schlecht. Ich ohne Joker gekommen oder bis 32. Ich bin eins von beiden. Ah, okay. Ach, krass. Danach habe ich alle verpulvert. An einer Frage habe ich zwei verballert. Ja, was soll ich sagen, wa? Also Möpse sind ja zwischen 6,3 und 8,1 Kilo schwer, ne? Ja, weil ja. Emma ist ungefähr 10, habe ich mir gedacht. Ich dachte, das gilt für Melonen, war mir da ziemlich sicher. Das war VDH so ist der Verband Deutscher Hunde. Das weiß ich jetzt auch. Ich dachte, das wäre der Veterinär, warte mal, was habe ich gesagt? Veterinär-Dach und dann H wusste ich nicht, wofür das steht. Dachverband oder so. Ich glaube, dass VDH Verband Deutscher Hunde heißt. Also ja, weiß ich nicht, aber habe ich mir mal so gedacht. Leute, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass es Melonen sein können. Aber 6 Kilo, Alter. 2000 einfach raus. Ich weiß halt nicht, wie schwer Melonen sind, weil ich dachte mir auch, weißt du, wir haben ja mal bei Pete's Meat Kocht haben wir so einen Weißkohl gekauft, der war schon 2,3 Kilo und Melonen, so Wassermelonen sind viel größer. Ja, ich dachte, aber die müssen, genau, ich dachte mir halt so Hunde sind halt so super unterschiedlich im Gewicht und so, dass da so eine, also macht jetzt irgendwie schon Sinn, aber da so eine Grenze gibt, da habe ich gar nicht bedacht. Ja, ein normaler Mops ist halt, dann drunter sind sie halt dann magersüchtig, also was heißt magersüchtig, kachektisch oder fangen an dünn zu werden. Ja, bei 2000 Euro bin ich raus, habt ihr schon 500. Ja, nice. Okay, Christian. Ja. Hast du schon mal was von einem uvularen Frikativ gehört? Ja, nachdem ich ausgestiegen bin an dieser Frage und ich hab geraten und hatte recht. Echt? Ja. Oh, du Lacker. Ich hab mir gedacht, nice. Günther Jauch, der uvulare Frikativ ist bestimmt, dass das Wort, dass es am Ende eines, keine Ahnung, Worts ein weiteres Wort reingibt, wie auch. Nee. Oder es reimt sich auf Lauch, relativ einfach oder irgendwie sowas. Aber der uvulare Frikativ ist das
Genau. Also ich hab's gegoogelt. Mit dem Gaumen, ja, ich hab's auch danach gegoogelt halt. Naja. Das hat mich interessiert, was der uvulare Frikativ war. Da hatte ich die Millionenfrage. Also bei 125.000 bin ich ausgestiegen. Dann hatte ich die Millionenfrage. Hätte ich gerne wieder Peter angerufen, ja, der auf jeden Fall noch nicht beantwortet hätte. Das wäre nämlich gewesen, wer... ja, ich sehe die noch. Also das... Ich kann die vorlesen, wenn du willst. Ach so, ja, okay. Oder weißt du die noch? Hey, lol, du hast die? Ja, weil ich hab dann auf Günther Jauch geklickt, um zu gucken, weil ich habe gegoogelt nach dem uvularen Frikativ. Ah, so, du bist rausgegangen. Da steht, es ist ein stimmloser, am Gaumenzäpfchen gebildeter Reibelaut. Das heißt, ja, okay, das Ch von Jauch ist halt der Laut. Ja. Hab da drauf geklickt und jetzt ist die Millionenfrage. Pass auf. Welches Hirtenvolk lebt im Norden Namibias? A. Erdbar, B. Brombar, C. Himba oder D. Heidelbar? Richtig, genau, das war da meine Frage, die ich halt hatte. Und da dachte ich so, okay, jetzt würde ich gerne Peter anrufen. Ja, genau, und ich habe falsch getippt. Ach, du hast nicht angerufen? Nein, ich hätte gerne noch Peter anrufen können, aber der hätte wahrscheinlich auch keine Ahnung von gehabt. War das denn getippt? Das... Ja, was hättet ihr denn getippt? Bromba. Das ist 25% Chance. Ich glaube, ich hätte Erdbar oder Himba genommen, aber Erdbar. Ja, also ich habe Heidelbar genommen, weil... Ich dachte, okay, das ist ehemalige oder deutsche Kolonie. Und da dachte ich, ja, vielleicht hat das irgendwas mit Heidelberg zu tun. Oder? Richtig. Oh. War aber nicht so, es sind die Himba gewesen. Und dadurch bin ich halt auf 500 runter. Aber ich dachte, da zocke ich, Alter, das ist mir scheißegal. Genau so weit wie DJ. Ist ja halt um nix. Geht ja da um nix. Also ich bin nicht ausgestiegen, sondern hab da... Ich finde, wir sollten mal anfangen, die Beträge auszuzahlen, die wir hier erspielen. Ja, bin ich auch der Meinung. Dann sich da vielleicht auch mal ein bisschen mehr anstrengen. Wir merken uns das, weil der nächste schreiben wir RTL an und sagen, die sollen uns da bitte überweisen. Ja, wir bitte machen einfach mal ein Friendly Fire, damit wir auch Wer wird Millionär spielen können. Da können wir ja, warte mal, von... Vom letzten Friendly Fire können wir, je nachdem, ja, wir kommen ja eh nicht zur Million, kannst ja, die rechnen doch bei RTL auch nicht damit, dass jeder die Millionen abräumt, kannst du mir auch nicht erzählen. Nee. Die haben doch da auch so einen Durchschnittswert, so, weißt du, so jeder von uns holt irgendwie im Schnitt, sagen wir mal, 100.000, das heißt, wir könnten mindestens 16 Folgen aufnehmen, also, pff, ist doch schon okay. Ja, dann let's go. Schon nicht schlecht. Oh. Vielen Dank für's Zuschauen, bis dann. Tschüss. Ciao.